Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch heute mal wieder mit und es gibt so eine Mischung aus Putzvlog, Ausmisten. Ich wollte euch heute ein paar Dinge beantworten, die ihr mir immer stellt rund ums Thema Kinder und Ausmisten. Wie ich das mache und was die so ausmisten, das werde ich euch heute erzählen. Und dann muss ich unbedingt aufräumen. Das letzte Video ist erst gestern her und da sah es ja katastrophal aus in dem Video. Und ich habe bis jetzt noch nichts gemacht, weil der Tag einfach voll gepackt war und ich hier keine Zeit hatte. Also müssen wir unbedingt auch aufräumen, putzen. Und ich zeige euch die Dinge, die wir ausgemistet haben. Von meinem Großen und ein bisschen von meiner Kleinen. Die hat hier diesen Koffer ausgemistet. Der ist super, super süß. Das ist auch, ein Markenkoffer. Ich habe den selbst gebraucht gekauft und nicht, weil es eine Marke ist, sondern nur, weil das so ein süßer Marienkäfer drauf ist. Die hat aber einen neuen und ja, dann meinte sie, sie braucht nicht zwei. Finde ich ja echt ganz süß. Sie ist ja richtig minimalistisch hier. Dann hat sie doch das Kissen aussortiert, das möchte sie auch nicht mehr haben. Und mein Großer hat eine Polizeistation ausgemistet, eine Feuerwehr und ein Piratenschiff. Ich habe festgestellt, dass Playmobil nicht so seins ist. Oh, ich habe irgendwas im Auge. Mensch, sorry. Ja, und deswegen hat er das ausgemistet und dann eine riesengroße Ritterburg auch noch ausgemistet. Und hier auf dem Tisch sieht es immer noch aus wie Sau. Und das hier, das werden wir gleich alles wegräumen an seinen richtigen Platz. Was wäre ein Vlog ohne Kaffee? Nix bei mir. Das wäre nicht der richtige Vlog. Ich habe euch eben gerade im Übrigen das Video online gestellt mit dem Hund, ja. Also mit unserem neuen Welpen. Und jetzt hat sie sich gerade bei uns hier hingelegt. Und ich habe bestellt, das wollte ich euch mal zeigen, eine Riesendecke fürs Auto, die man befestigen kann, weil ich das schon schön finde, wenn das nicht ganz so dreckig wird, das Auto, und da so ein Schutz drüber ist. Bevor wir jetzt gleich loslegen hier mit dem Aufräumen und Putzen, wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, wie ich das mit den Kindern mache, mit dem Ausmisten. Das werde ich immer ganz, ganz, ganz oft gefragt. Und zwar mache ich das mit so einem Vorwand, mit einem Grund, und da kann ich die immer ganz gut locken. Ich habe immer angefangen, so ungefähr mit dem dritten Lebensjahr, und habe denen gesagt, Mensch, also bei uns zu Weihnachten kommt der Weihnachtsmann. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wollen wir nicht ein bisschen Platz in den Regalen machen, weil der Weihnachtsmann, der sieht es, und wenn du ein bisschen Platz hast, dann bringt er dir auch neue Geschenke. Das hat immer gezogen. Und dann ganz ohne Druck. Und wenn die Kinder beim ersten Mal wirklich nur zwei Teile ausmisten. Meine Kleine hat, habe ich euch gezeigt, ausgemistet einen Koffer und ein Kissen. War ich zufrieden. Dann bin ich mit ihr hoch und ich habe das mit ihr dann noch gemeinsam gemacht und gemeinsam die Schränke durchgeguckt. Und ich kann euch mal zeigen, was oben noch ist. Es ist dann echt ein bisschen mehr geworden noch. Und super, habe ich mir gedacht. Aber trotzdem, selbst wenn es nur dabei geblieben wäre, wäre das für mich völlig okay gewesen. Und wenn wir uns einen Teil angucken, dann mache ich das immer so, dass ich dann sage, da hast du schon lange nicht mehr mitgespielt, oder? Spielst du noch damit? Also ich frage immer und dann merken die schon, ja stimmt, ich spiele da nicht mit, das kann weg. Probiert es mal aus, vielleicht klappt es, und macht es am Anfang wirklich ein bisschen langsam. Wenn es nur eins ist, vollkommen okay. Und wenn es nur ein kleines Ü-Ei-Ding ist, super, auch okay. Dann macht es in ein paar Tagen oder eine Woche später halt nochmal und tastet euch da langsam ran. Ja, und mittlerweile, der Große macht es komplett alleine. Und da brauche ich gar nichts mehr machen. Und das finde ich okay. Ich finde, der macht das gut. Es war mir jetzt ein bisschen viel, wenn ich ehrlich bin. Für mich hat er wirklich ein bisschen viel ausgemistet. Aber okay. Bis jetzt konnte ich ihm auch immer vertrauen. Er hat da nie irgendwie nach einer Zeit dann nochmal geweint. Ganz oft machen wir das auch so, oder er sagt dann, beziehungsweise ich habe es ihm vorgeschlagen, ach komm, wollen wir es nicht erstmal runter in den Keller stellen und wir schauen mal. Und meistens kam es dann nochmal hoch, wenn ein Freund da war, aber war der Freund wieder weg, kam das auch wieder weg. Und so hat er dann festgestellt, ich brauche es eigentlich nicht, es ist nur manchmal, wenn ein Freund da ist, aber so wichtig ist es eigentlich auch nicht. Also jetzt kam es nicht mehr in den Keller, sondern er hat gesagt, weg damit. Ich muss jetzt gleich nach oben und ich habe mir gedacht, bevor ich da mit leeren Händen hochgehe, nehme ich natürlich auf jeden Fall was mit. Und deswegen packe ich mir das, was ich hier alles schon sortiert habe, jetzt erstmal hier rein. Und dann gehen wir einmal hoch.
Jan, im Übrigen, falls ihr euch fragt, wo die Nala ist, die schläft gerade hier drüben. Ich kann die euch gleich noch mal zeigen. Ach, das ist wirklich so ein lieber Welpe. Was mache ich denn? Jetzt wollte ich die Strumpfhosen da rein tun. Ja, hier drüben habe ich immer meine ganzen Lappen, sei es die vom DM und meine Wunderlappen. Und das geht hoch, das bleibt unten. So, dann nehmen wir das jetzt einmal hoch. Ich habe mir gedacht, wir haben schon lange keinen Vlog mehr so gedreht, wo ich so aufräume, putze und euch durchs Haus so mitnehme. Meistens war das ja jetzt mit Musik hinterlegt und es macht mir riesig Spaß. Aber ich habe gedacht, die Abwechslung ist doch schöner, oder? Also ich hoffe, ihr freut euch, dass ich das heute mal so in einem Vlog mal wieder mache. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, gell? Das hat Julia alles ausgemistet. Die Steine, ach Mann, mit denen spielt keiner mehr, weil das ist halt eher was für Kleinkinder. Die habe ich selber gebaut, die werden wir aber aufheben für unsere Enkelkinder. Dann, das habe ich auch mal gebraucht, gekauft. Das heben wir auch auf. Also es gibt auch so ein paar Teile, oder hier sogar, das heben wir auch auf. Da werde ich nicht alles verkaufen. Das sind so leere Boxen. Okay, hier waren noch die Lichter an. Erstmal ausmachen. Guckt mal hier, das habe ich jetzt auch aufgeräumt, ausgemistet und so ein bisschen sortiert. Hier hat sie immer so ein paar Schachteln, die mag das total gerne, Schachteln etc. Das hat sie hier, das ist der Schmuck. Und hier habe ich jetzt diese Einsätze reingetan, die habe ich euch in einem Video schon mal gezeigt, wo wir hier drüben den Kleiderschrank gemacht haben. Der sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Naja, ach, guckt mal hier. Der Michi hat einen geräumt. Guckt mal, so lege ich die zusammen, so der Michi. Ach Mensch, das mache ich jetzt gleich. Was denn da? Ach Gott. Na, da hat wohl meine Kleine gefallen an diesem Teil hier. Okay, das ist so schön. Oh, ich sag's euch, das ist das Bombe. Ich zeige euch gerade das hier noch fertig. Also wie ihr seht, hier haben wir noch Platz. Ich muss da hinten nämlich noch um die Ecke dieses kleine Schränkchen hier hinten ausmisten. Oje, oje. Ich finde das immer super praktisch, wenn alles seinen Platz hat. Auch für die Kinder, weil die das dann einfacher aufräumen, einfacher sortieren können und dann auch viel mehr Freude haben, vor allem beim Aufräumen, ja. Eine Schublade tiefer haben wir Verkleidungssachen drin, Kleider, wobei da viele in der Wäsche sind. Und hier ganz unten, oh, Puppen, Babys, guckt es euch an, ne? Gesichtserkennung, nicht Bettlagen. Es geht zwar gleich um die Bettlagen, aber bitte mich erst mal fokussieren. Ich werde euch gerade mal zeigen, wie ich die Bettlagen zusammenfalte, oh, weil mich da auch schon ganz viele danach gefragt haben. On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. So, ich wollte noch Julias Bettwäsche frisch machen. Die hat es jetzt auch mal nötig. Und da wollte ich im gleichen Zug die Kissen tauschen, denn ich habe nämlich Kissen zum Testen zugeschickt bekommen. Ich werde die euch gleich mal zeigen. Und ich habe mich so gefreut. Also ich habe die wirklich zum Testen zugeschickt bekommen. Und ich habe mich nicht getraut, mir was auszusuchen. Dann habe ich gedacht, na komm, ich sag ihr einfach, ach, schick mir was zu, was du möchtest, und dann hat die für die ganze Familie mir was zugeschickt. Für die ganze Familie. Ich habe mich so gefreut. Also an der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an dich. Das ist eine so sympathische Frau, ein ganz junges Start-up-Unternehmen, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist auch für mich immer wichtig, dass es so sympathische Menschen sind, dass der dahinter einfach sympathisch ist, der dahinter steckt. Und zwar hat sie mir dann zugeschickt einmal dieses Kissen hier. Oh, ich sag's euch, das duftet. Ich liebe es. Ich zeige euch gleich, was da drin ist. Das ist nämlich kein normales Kissen. Und dann hat sie mir das Kissen hier noch zugeschickt. Oh, das liebe ich auch total. Das ist mit so einem Überzug, was man dann abmachen kann und das waschen kann. Schaut mal. So, dann kann man das abmachen und waschen. Finde ich auch mega praktisch, richtig weich. Und jetzt zeige ich euch mal, was da drin ist. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch. Ich habe euch mal auf Instagram gefragt, ob ihr sowas mögt. Und da haben so viele ja gesagt.
unten in der Infobox ist einmal ein Link zu dieser Website und auch mein Rabattcode für euch. Der ist jetzt 2 Wochen gültig und guckt mal, was da drin ist. Ich hole mal eine Handvoll raus. Es riecht so, so gut. Guckt mal, das riecht so gut. Und da seht ihr diese Späne? Das sind Zirpenflocken. Das wusste ich auch erst nicht. Und pass auf, jetzt ist das Verrückte. Ich habe mir gedacht, nur, ich belese mich nicht. Ich teste einfach. Und dann lege ich mich da am Abend drauf und denke so, oh, ist das gemütlich. Also es ist nicht weich wie ein Federkissen, das muss ich dazu sagen. Es ist kein Federkissen, das ist schon ein Unterschied. Aber es soll ja auch so sein. Wir wollen ja nicht das Kissen wieder haben. Ich wollte ja mal was anderes ausprobieren. Und das roch so gut. Und ich habe mich so wohl gefühlt, so geborgen und warm. Und ich habe so gut geschlafen. Wirklich, wirklich. Und da habe ich gedacht, was ist das denn, was da drin ist? Liegt das daran? Sind das diese Zirpendinger? Tim? Mama? Hallo? Bin oben. Ich komme gleich oder komm hoch. Am Wochenende. Ja, und auf jeden Fall habe ich ihr das gesagt und habe parallel geguckt, dass diese Zirpenflocken, die kommen von dem Baum, von der Zirpe. Ich wusste das wirklich nicht. Es gibt bestimmt einige, die es wissen. Und dieser Baum ist sehr in Österreich vermehrt. Und das ist eine Tanne. Na, komm rein. Na? Und, wie war es heute? Gut. Ja? Freust du dich, dass wir Wochenende haben? Ja. Kannst du Pudding machen? Pudding? Achso, ja. Du kannst ja schon mal lesen, was wir brauchen und holst alles raus. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Entschuldigung. Diese Zirpe, das Nadelbaum. Und das, ich meine, Nadelbaum. Ist ja kein Wunder, dass der so aromatisch duftet. Ne? Und dass ich mich da so geborgen fühle bei Bäumen. Ich bin ja sowieso so gerne im Wald. Ja, und das hat mir dann alles erklärt. Und dann habe ich ihr berichtet, wie ich geschlafen habe die erste Nacht. Und dann hat sie mir parallel das noch geschrieben, was ich nachgelesen hatte. Und ich fand es super witzig, dass ich das, was ich dann gelesen habe, schon vorher gespürt habe, ohne dass ich es gelesen habe. Wisst ihr, was ich meine? Und der Micha, der hat schon seit Jahren ein Problem, das richtige Kissen zu finden. Ich bin da irgendwie so ganz, einfach. Ich nehme irgendwie alles und passe mich da so ein bisschen an. Aber der Michi nicht. Der hat echt Probleme. Und seit er mir das Kissen hat, er hat jetzt gerade aktuell dieses Kissen hier. Er hat sich da einiges rausgenommen an Füllmenge. Sie hat uns auch parallel noch was dazu geschickt. Und mit dem ist er so, so happy. Und was ich richtig, richtig schön fand, diese Kissen sind zu 100% aus Naturmaterialien. Das fand ich so toll. Da habe ich gedacht, naja, mal gucken, wie die ankommen. Schauen wir mal, wie die Verpackung ist. Das ist ja dann manchmal so ein Mankel. Weil manchmal kommen die ja in viel, viel Plastik an. Und da, die waren eingehüllt in einer Papiertüte, in der XXL-Papiertüte, die habe ich dann als Papiermülleimer verwendet. Und es ist auch zu 100% Handarbeit aus Österreich. Ja, finde ich schön, dass es nicht so einen langen Fahrtweg hat, dass es in der Nähe ist. Ich fand also das ganze Konzept dahinter einfach sehr sympathisch. Ich werde euch das Ganze jetzt mit schöner Motivationsmusik hinterlegen und wir werden das hier hinten jetzt aufräumen. My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. Ich habe jetzt gerade Julia schon abgeholt mit dem Fahrrad und jetzt gibt es was ganz Einfaches. Nudeln mit meiner Tomatensoße. Wer kennt sie noch? Beziehungsweise wer macht die denn noch? Das würde mich mal interessieren. Ich mache das immer in ganz großen Schalen, weil ich damit bessere Erfahrungen gemacht habe, dass das schneller abkühlt. Ja, und auch nicht in Plastik Schalen, weil auch da hält sich die Wärme zu lang.
Ach, nach der Schüssel fragen mich immer ganz viele. Ich werde die euch mal unten verlinken in der Infobox. Die ist nämlich von Amazon. Ich würde mich jetzt an der Stelle bei euch verabschieden. Ich werde jetzt das Wochenende genießen. Der Micha kommt gleich nach Hause. Falls jemand neu auf den Kanal dazugestoßen ist, dann lasse ich euch hier oben im Button. Da könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und ich schmeiße euch noch zwei Videos rein zum Durchstöbern. Tschüss!